Herzlich Servus und hallo aus München, hier direkt zum vierten Teil, oder haben wir schon den fünften Teil, dieser Videoserie Aktionsplan für dich als selbstständiger Softwareentwickler, IT-Experte, Berater, ja, welche Schritte denn konkret notwendig sind, zum kompletten Aktionsplan aufgeteilt. Ich glaube, es waren 3, 4, 5 Videos. Einmal ist meine Batterie abgeraucht, also muss ich das Video teilen. Und findest du hier alles verlinkt am Ende des Videos nochmal, beziehungsweise unten auch in den Shownotes, beziehungsweise einfach auf meinem YouTube-Kanal die Playlist einfach durchlaufen lassen. Und hier möchte ich jetzt mal den letzten Punkt, Zielsetzung, konkrete Zielsetzung und Aufbau deiner ersten Mini-Pipeline ganz konkret mit dir besprechen. Also wirklich ganz konkrete Tipps, sodass du sofort nach diesem Video beenden kannst, vielleicht noch die paar anderen Videos nochmal zum Auffrischen nochmal anschauen kannst, ja, aber dann spätestens nach einer Stunde oder zwei Video-Content-Konsumierung, ja, wie YouTube abschaltest erstmal und dann sofort deinen Hörer in die Hand nimmst, je nachdem, welche Uhrzeit. Jetzt gerade hier ist es der 4. November 2023, 16.55 Uhr. Wenn jetzt deine Zielgruppe so zumal Deutschland ist oder Österreich und der Schweiz, ein bisschen schwierig im B2B. Wenn deine Zielgruppe, sag mal, in Dubai ist, dann glaube ich, die arbeiten. Ja? Also die haben, glaube ich, nur einen Tag in der Woche frei oder sowas. Ne? Also je nachdem, auch jetzt wäre es möglich, den Hörer sofort in die Hand zu nehmen. Ja? Oder einfach, ja, je nachdem. Okay, was bedeutet eine Mini-Pipeline aufbauen? Ganz normal kurz zur Wiederholung. Wir waren ganz am Anfang, wir haben herausgestellt, im allerersten Video der Videoserie haben wir gesprochen über deine Positionierung und was eigentlich Positionierung im eigentlichen Sinne bedeutet. Also Positionierung im eigentlichen Sinne bedeutet, dass du mal für dich erkennst, wo deine Stärken liegen und wo deine Leidenschaft liegt. Idealerweise die beiden Sachen in Kombination bedeutet, wenn deine Stärke oder wenn, sagen wir mal, wenn deine Leidenschaft Schwimmen ist, ja, du aber deine Stärken, also quasi nicht schwimmen kannst oder sagen wir mal nach zehn Zügen schon außer Atem bist und musst wieder umkehren, ist ein bisschen doof. Ja? Andersrum, wenn du deine Stärke hast, sagen wir mal im Schwimmen, aber grundsätzlich absolut das Wasser meidest per se, wärst aber theoretisch ein guter Schwimmer, passt auch nicht irgendwie zusammen. Ja? Das ist klar. Also normalerweise diese zwei Dinge müssen zusammenklingen. Denn daraus entsteht dann deine Positionierung, denn du wirst Durststrecken erleben in deiner Selbstständigkeit und die kannst du nur überwinden, wenn du was machst, was du wirklich gut kannst und liebst. Okay? Es gibt Dinge, die kann ich sehr gut, die liebe ich nicht unbedingt. Es gibt Dinge, die liebe ich, die kann ich aber nicht sehr gut. Okay? Ich sage jetzt mal nicht genau, was es ist, aber die Kombination daraus ist natürlich optimal. Und daraus dann deine Positionierung erstellen, deine Zielgruppe dann definieren, und dann das erste Feedback sammeln über, dann im zweiten Video beschrieben, Akquise. Ganz konkret habe ich da ein paar wirkliche Insights rausgehauen. Das Video ist über 20 Minuten lang geworden. Normalerweise mache ich keine Videos über 15 Minuten, weil ich es dann nicht auf TikTok und Reddit und so weiter teilen kann oder hochladen kann. Und LinkedIn geht auch nicht, geht nur bis 15 Minuten. Naja, ausnahmsweise habe ich da mal ein mehr rausgehauen. Unbedingt dieses Video verlinke ich dir am Ende dieses Videos auch nochmal und nochmal durchschauen. Ja? Das ist ein richtig, richtig cooler Insight-Tipp für Kaltakquise, telefonische Kaltakquise drin, wie du deine ersten Kunden einfangen kannst. Ja? Aber hier geht es ja letztendlich auch nochmal in diesem Positionierungsthema und dann Marktfeedback einsammeln, dass du letztendlich die, sagen wir mal, die erstmal Wissen und Zielgruppenkompetenz aneignest, also erstmal Zielgruppen-Know-how und dann aus dem Zielgruppenwissen deine Kompetenz sozusagen. Ja, am Ende des Tages möchtest du deine Zielgruppe besser verstehen als die sich selber teilweise, beziehungsweise die Probleme und Herausforderungen und wie du diese lösen kannst, besser verstehen als deine Zielgruppe es selbst, weil deine Zielgruppe häufig in irgendeinem Tagesgeschäft gefangen ist, in irgendeinem Hamsterrad. Ja, das Hamsterrad kann aus Plastik bestehen, aus Bronze, aus Silber, aus Gold oder auch mit Edelsteinen bestückt. Ja, du wirst gar nicht glauben, wie viele Milliardäre oder Millionäre auf gar keinen Fall, auf jeden Fall in einem Hamsterrad gefangen sind. Ja? Die verdienen einen Haufen Kohle, haben 3 Autos und sind trotzdem im Hamsterrad gefangen. Ja? Also du kennst dann die Probleme und die Herausforderungen deiner Zielgruppe dann am Ende. Das ist das Ziel dieser ganzen Übung. Besser als sie selbst. Denn, und die Lösung hast du dir auch noch gleich dafür. Denn wenn du dieses Level mal erreicht hast, das absolute Ziel,
dann und erst dann kannst du anfangen, Push-Marketing zu machen, sprich Facebook-Werbung, LinkedIn-Werbung, YouTube-Werbung etc. pp. YouTube-Videos, so wie dieses hier, ja, den YouTube-Kanal aufbauen und so weiter und so weiter. Okay, und wie konkret geht das, indem wir waren ja schon soweit auch beim dritten, vierten Video, haben wir besprochen, wie du dir Listen zusammenbauen kannst, segmentieren kannst, dann die ganz konkret sogenannte Targeted Accounts, also einfach Firmen, die du bestimmten segmentiert hast und dir dann einfach anrufst und E-Mails und so weiter und dann auch vielleicht ein bisschen in Kombination mit Xing und LinkedIn und so weiter, habe ich alles beschrieben, aber dazu auch gerne konkreter noch werden. Im 1:1 Gespräch möchte ich jetzt nicht alles einfach so raushauen, ja, weil auch die ganzen Mitbewerber bei mir immer wieder reinschauen. Manchmal habe ich das Gefühl, einige Mitbewerber schauen konkret jedes einzelne meiner Video von A bis Z durch, ja, weil dann plötzlich ist so ein Short, ja, mit dem exakt gleichen Thema, das ich irgendwie vor 3 Tagen gemacht habe oder sowas, ja. Ist so ganz lustig. Okay. Und dazu eben deswegen einfach ins 1:1-Gespräch, damit ich auch wirklich weiß, okay, du bist tatsächlich auch in meiner Zielgruppe und nicht jetzt unbedingt irgendein Mitbewerber, ja. Und dann können wir da auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ne? Da gebe ich dir auch noch ein paar richtig heiße Tipps. Und dann vielleicht kommt in der Zusammenarbeit dabei auch rum. Also, Mini-Pipeline bedeutet, dass du letztendlich zum Beispiel eine Targeted-Account-Liste, die du erstellt hast, von 300 Firmen. Jetzt gehst du die durch, dann kategorierst du deine Gespräche von, sag mal, A, B, C, D. Dazu auch gerne mehr dann konkreter, wie das in dem Einzelfall bei dir ausschauen könnte, im Strategiegespräch, in der Strategiesession bei uns. Denn ich kann das jetzt nicht einfach so pauschal für jeden sagen. Das ist bei jedem ein bisschen anders, ne? Je nachdem, wie deine Kompetenzen ausschauen, was du genau du anbietest und so weiter. Manchmal macht es Sinn, wenn man die Leads mit 4, 5 verschiedenen Prioritäten kategorisiert. Ja, wenn man komplexere Produkte oder Portfolios hat, macht es durchaus Sinn. Wenn du jetzt eine, sag mal, 0815-Positionierung hast, ja, bist einfach Java-Entwickler, und entwickelst, sagen wir mal, Web-Applikationen, ja, für die Industrie, für die Tourismusbranche zum Beispiel, dann reichen vielleicht auch 1, 2, 3, also Lead ABC fertig, ja. Und also kalt, lauwarm oder warm und dann heiß, ja. So, also das ist so die typisch vorgegebene Kategorisierung bei Pipedrive. Aber wir ändern die meistens um, ja, in A, B, C, D oder irgendwas Sinnvolleres, ja. Wir haben da teilweise bei komplexeren Portfolien, bei zum Beispiel großen Systemhäusern, die ganz viele Sachen haben, dann haben wir teilweise bis zu 12 verschiedene Kategorisierungen. Weil am Ende ist es super wichtig, dass du, weil es letztendlich nichts anderes wie Tagging ist, ja, und du dann letztendlich mit diesen Tags dann hinterher Automatisierungen durchführen kannst, und wenn dann diese Tags nicht spezifisch genug sind, dann gehen auch diese Automatisierungen in die Hose. Ja? Und es ist dann teilweise dann echt peinlich, wenn du halt irgendjemanden irgendeine Info schickst, der aber noch gar keinen Bedarf hat. Oder jemanden ein Angebot, dem du noch nicht mal eine Bedarfsermittlung gemacht hast und so weiter. Also das heißt, es muss dann schon immer sehr, sehr gut gepflegt sein, auch in deinem CRM dann letztendlich. Hierzu, wenn du Fragen hast, auch gerne Strategiesession, aber auch gerne einfach mal drauf loslegen, dir einfach mal einen Account holen bei Pipedrive. Hier unten findest du gerne den Link. Ja? Und dann gleich sozusagen deinen Account, den du dir neu gemacht hast, dann gleich mit in die Strategie-Session nehmen. Können wir gleich mal drüber konkret reden auch gerne. Ja? Also habe ich bestimmt schon meine 10.000 Stunden Pipedrive, ich persönlich schon hinter mir, ja? Abgesehen von meinen Mitarbeitern. Okay, und hier nochmal einen kleinen Superhack, ein echtes Nugget. Viele haben überhaupt keine Vorstellung von, was eigentlich Pipeline-Building bedeutet im eigentlichen herkömmlichen Sinne. Es betrifft ja hier ganz konkret Direktmarketing und Direktvertrieb. Das heißt, ich nehme den Telefonhörer in die Hand und betreibe Unterbrechungsmarketing. Ja? Also nichts anderes wie Facebook oder LinkedIn online, da pushe ich ja auch, ist ja Telefonakquise auch Push-Marketing, also Unterbrechungsmarketing. Also da macht jemand irgendwas an seinem Computer rum, sitzt in seinem Meeting, trinkt gerade Kaffee, sitzt gerade im Auto, wenn du Glück hast, dann haben sie meistens mehr Zeit zum Reden, oder im Zug,
wenn du Pech hast, dann haben sie zwar viel Zeit zum Reden, aber das Internet oder die Telefonverbindung in Deutschland funktioniert nicht. Ja. Und dann musst du das Gespräch wieder abbrechen und warten, bis er wieder in irgendeiner Zone ist, wo dieses Mobilfunknetz wieder funktioniert. Viele schöne Grüße an die Telekom und an Vodafone und O2 und wie sie alle heißen. Und war ja kein Sarkasmus. Nein, ja, überhaupt nicht. Okay, alles klar. Wir haben das best ausgebaute Netz in Deutschland. Wir sind Europa führend. Okay, alles klar. Und du betreibst Unterbrechungsmarketing, mein Lieber. Ja, das bedeutet, was bedeutet das im Klartext? Dass in 20 Fällen maximal einer, statistisch bei uns nachgemessen, sofort Zeit hat, mit dir 30 Minuten zu sprechen. Und das auch nur in Etappen. Das heißt, der wird nie sagen, ja, ich habe 30 Minuten für dich Zeit. Nein, du musst erstmal 30, 60 Sekunden Pitch hinlegen, um dir 3 Minuten, dann haben wir die 30-3-30-3-Regelung. Ja? Also 30 Sekunden hast du Zeit, um 3 Minuten Gespräch herauszuholen, sozusagen, in der Kaltakquise. Dann die nächsten 3 Minuten entscheidet sich, ob du die nächsten 30 Minuten bekommst. Ja? Und in diesen 30 Minuten entscheidet sich dann, ob du deinen 3-stündigen Workshop dann daraus genehmigt bekommst. Ja? Also das heißt, das aber alles auf einen Hauruck zu machen, ist natürlich eher die Ausnahme. Das heißt, es sind vielleicht 5 oder 10%, ja, vielleicht 2, 3 auf alle 20 Gespräche sind es vielleicht 2, 3 oder 4, wenn du Glück hast, mal 5. Das ist ja eine reine Glückssache. Das hat auch nichts wirklich mit, ja, schon auch mit Können zu tun. Aber wenn du nun mal jetzt direkt im Gespräch erwischt, ist die Wahrscheinlichkeit, egal wie gut du bist, ja, egal wie gut du bist, egal, ja gut, wenn jetzt wirklich, wirklich absolut brandheiß, genau präzise das braucht, was du ihm gerade imstande bist, in 30 Sekunden zu verkaufen, dann wird er vielleicht sofort sagen, okay, und mit dir reden, ist auch schon passiert. Aber häufiger, weil es Unterbrechungsmarketing ist, sagt er zu dir folgenden Satz, ja, klingt interessant, also entweder ist es nicht interessant, aber ja, es klingt interessant, schicken Sie mir mal Unterlagen. Ja, es ist interessant und dann hakst du natürlich nach, ja gut, wann können wir denn, wenn es jetzt gerade nicht passt, nochmal sprechen? Und dann sagt er, wenn es interessant ist, garantiert, ja, heute um 2 oder heute um 3 oder heute um 17 Uhr oder was auch immer oder abends, manchmal sogar erst abends, bei den wirklich Top-Entscheidern, die sind durchgetaktet. Das heißt, auch so ein kleiner Side-Wink, ja, wenn du richtig gute Performance machen willst oder auch Leute einstellen willst, die richtig gute Performance machen sollen, dann müssen die auch mal ans Telefon gehen, wenn es schon längst nach Feierabend ist. Ja, weil da die meisten Top-Entscheider dann erst so richtig Zeit haben, überhaupt mal mit dir über Sachen zu sprechen. Ja. Außer der Reihe, denn du hast ja noch keinen Termin. Das ist ja das, wo die meisten nicht verstehen. Die denken immer, naja, ich rufe jetzt da mal an und wenn der Bedarf hat, dann hat er schon Zeit zu reden. Nein, das ist nicht immer so. Ja? Ja? Okay, also deswegen Mini-Pipeline bedeutet, du baust jetzt hier eine kleine Pipeline auf und das bedeutet, du hast Wiedervorlagen von Leuten, die haben mehr Interesse, weniger Interesse, gar kein Interesse, sehr Interesse. Okay, meistens eine Kategorisierung von 3 bis 5 verschiedenen Kategorisieren von Leads. Das sind dann schon alles Leads. Das sind dann letztendlich so Marketing, Sales, Qualified Leads, ja, meistens noch Marketing, Qualified Leads bis hin zu Sales. Und wir sagen, so ein richtiger Sales Qualified Lead ist dann eigentlich erst, wenn wirklich der Bedarf da ist, das Budget und alles drum und dran. Und dann konvertieren wir ihn zum Beispiel bei unseren Done-for-You-Dienstleistungen für unsere Kunden, größere Kunden, kleinere Kunden, egal was. Ja, dann konvertieren wir ihn in eine sogenannte Sales Qualified Opportunity. Und erst wenn es wirklich eine Opportunity ist, dann übergeben wir diesen dann an unseren Kunden und dann gibt es den ersten Teamstermin, dann gibt es dann einen zweiten Teamstermin, vielleicht eventuell schon einen Workshop, 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden, bezahlter Workshop, es fließt schon das erste Geld und so weiter und so weiter. Okay? Und hier nochmal ein kleiner Hack. Viele unterschätzen komplett diesen Mechanismus des Pipeline-Buildings aus Unterbrechungsmarketing, wie ich es gerade ausführlich beschrieben habe, hin zu Marketing Qualified Lead, Kaltakquise, Marketing Qualified Lead, Sales Qualified Lead, Sales, echte Opportunity, echte Sales Opportunity, Sales Qualified Opportunity, SQO. Okay? Und was da für, sag mal, für ein Prozess dazwischen ist, also wenn du auch noch so ein gutes Tool hast, Pipedrive, Aircall, was auch immer, HubSpot, es sind da Zeiträume dazwischen. Ja? Egal wie gut du bist,
Ja, im B2B sowieso, da kriegst du ja nicht jemanden irgendwie ans Telefon und selbst wenn du noch so gut bist, der kauft ja nicht sofort irgendwas. Ne? Das ist ja ein Prozess, bis dann letztendlich der Auftrag zustande kommt von Softwareentwicklung und so weiter und so weiter. Ne? Wo wir häufig über 5- oder 6-stellige Summen auch sprechen dann im Endeffekt. Manchmal sogar 7-stellige Summen. Ne? Das kann ja ein Jahr dauern, bis jemand einen Auftrag macht von mehreren 50.000 Euro oder 100.000. Und da ist es eben so, dass viele sagen, ja, ja, gut, okay, entweder ich mache das intern als Vertriebler, ja, der hat dann die Aufgabe, der macht jeden Tag 2 Stunden Kaltakquise, ja, oder am Freitagnachmittag oder irgendwelche solche Scherze. Ja, jeden Tag 2 Stunden Kaltakquise ist schon mal nicht schlecht, aber jetzt stell dir mal vor, der macht Unterbrechungsmarketing, okay? Das heißt, die ersten 1, 2, 3 Stunden, in der Regel ist es sogar so, dass du am ganzen Vormittag dir eigentlich Wiedervorlagen aufbaust für Mittag und Nachmittag und abends. Jetzt, wenn du jemanden hast, der nur Vormittag Akquise macht und dann wieder irgendwas anderes, wer verfolgt dann die ganzen Wiedervorlagen für den Nachmittag? Dann musst du ja schon im Tandem noch eine zweite Kraft, die letztendlich dann immer die Wiedervorlagen von dem ersten am Nachmittag dann abtelefoniert. Dann ist letztendlich, die müssen super geil harmonieren. Das kann passieren, kann funktionieren, aber die müssen dann super im Tandem arbeiten. Ja? Die Systeme müssen stehen, aber die müssen sich auch einig sein, dass der eine nicht dem anderen Lead wegnimmt. Das heißt, die dürfen keine Provisionen bekommen und dergleichen und so weiter. Ja? Also da hängt eine ganze Menge dran, dass das funktioniert. Idealerweise hast du jemanden, der das alleine, der sozusagen seine eigene Pipeline permanent selber bedient, die er sich aufgebaut hat. Ja? Klar, in Gruppen geht auch, machen wir auch häufig, machen es auch nicht sehr, auch sehr gerne in Kombination, ja, aber du brauchst die richtigen Leute, was dann nochmal komplexer ist und länger dauert. Du bist ja vielleicht sogar froh, dass du überhaupt mal eine Person hast oder dir überhaupt mal eine Person leisten kannst. Und das bedeutet auch, wenn Leute an uns herantreten und sagen, naja, wir wollen dich jetzt einkaufen, dass du für uns operativ, also done for you, operativ Kaltakquise, Telefonakquise für uns machst, lieber Thomas, oder einer von deinen Mitarbeitern. Und wir haben Budget XY und dann sage ich, okay, ist jetzt nicht sehr viel, können wir euch bieten 2, 3 Stunden am Tag, ne? Weil der Mitarbeiter braucht, will ja was verdienen, wir wollen auch was verdienen und so weiter, unser Training und alles muss ja alles bezahlt werden, Miete hier, Büro und so weiter, Software-Tools, was wir alles verwenden und so weiter und so weiter. Und da liegt meistens der Hund begraben. Also das heißt, wenn man noch nicht so viel Budget hat und wenn wir eben beauftragen, dann ist es vielleicht besser, man macht selber was, ja. Es kann natürlich auch funktionieren, wenn man einfach nur 2 Stunden oder 3 Stunden am Tag macht. Ich habe ja vorhin schon das Beispiel genannt. Es ist besser, als wenn du sagst, ich mache nur freitags Kaltakquise. Das funktioniert garantiert nicht, weil es gibt Leute, die haben grundsätzlich freitags schon immer frei. Es gibt Entscheider, die gehen freitags um 11 nach Hause. Ja, gibt es auch, ja, je nachdem, wo du halt bist. Ja. Und das heißt, und zum Beispiel für Rückrufe musst du sowieso immer online sein. Ja? Du weißt ja nie, wann jemand zurückruft. Und das kann sehr wichtig sein. Das kann viel Geld bedeuten, dass du Geld liegen lässt. Das heißt, idealerweise kannst du dir Vollzeit leisten. Und wenn nicht Vollzeit, dann Teilzeit und pauschalisiert das Ganze. Ja? Das bedeutet, ja, wenn uns jetzt jemand bucht, ja, ganz konkret, und hat nur Geld, bei uns jemanden zu buchen für 3 oder 4 Stunden, ja, dann macht der proaktiv, baut er die Pipeline auf für unsere Kunden, 3, 4 Stunden am Vormittag, ist aber dann trotzdem, steht noch zur Verfügung, ja, passiv für eventuelle Rückrufe und reserviert sich vielleicht dann punktuell einzelne Viertelstunden, nochmal im Nachmittag und abends für die Wiedervorlagen, ja, und zieht das wiederum vom Vormittag ab, ja. Ist dann zwar ziemlich komplex, aber geht halt nicht anders, wenn jemand nicht das Budget hat, jemanden Vollzeit zu bezahlen. Und Vertriebler mitunter sind die wichtigste, aber auch die mitunter kostenintensivste, gleich nach Google Ads und Facebook Ads und LinkedIn Ads, kostenintensivste Kostenstelle eines Dienstleisters. Und da führt noch mal kein Weg dran vorbei, insbesondere wenn du Leute haben willst, die einigermaßen was können. Okay. Also hier mal so kurz umschrieben, du kannst es natürlich, ich würde dir auch raten, am Anfang das alles mal selber irgendwie zu versuchen, dir ein Coaching gutes zu buchen, kannst du auch unser Coaching buchen, ja, und dann aber sukzessive, ja, das auch abzugeben, weil sonst wirst du dich quasi komplett in den Stuhl des Vertriebs und der Akquise
da verfangen. Ja, also das wird komplett deine Zeit, deinen ganzen Tag dann in Anspruch nehmen. Und du bist ja, nehme ich mal stark an, IT-Dienstleister, Experte, Berater, also Experte in einer irgendeiner in einem, also was ich, Facharbeit, Fachkraft sozusagen, die sich selbstständig machen will oder schon ist und skalieren möchte. Und dein Haupttätigkeitsfeld sollte jetzt nicht unbedingt Marketing oder Vertriebler sein, sonst wärst du ja Marketing- oder Vertriebsexperte. Ja? Und ich glaube, ich habe noch niemanden erlebt, der wirklich guter ITler ist und gleichzeitig auch die Zeit und den Nerv und das Können hat, richtig guter Marketer oder richtig guter Vertriebler zu sein. Also das ist einfach von der Machbarkeit her quasi schließt sich das aus. Ja? Das heißt, es geht immer nur so bis zu einem gewissen Grad, kannst du dort auch besser werden, sukzessive, aber nie wirklich so der Experte. Und abgesehen davon ist nun mal Akquise und Sales, und da kann mir niemand was erzählen, das mitunter auch zeitintensivste Tätigkeit.